die österreichische theatertechnische Gesellschaft, würde man sie mit einem Menschen vergleichen, befindet sich in der Blüte ihrer Jahre, könnte man sagen. Wenngleich der Gedanke für die Gründung einer solchen Gesellschaft schon länger zurückgelegen ist, so war es zu Beginn der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Da gingen einige Herren von technischen Leitungen, von Wiener Theatern, aber auch einige Firmenvertreter mit dem Gedanken schwanger, eine solche Gesellschaft zu gründen. Hier sind insbesondere die Herren Felkel, Nordeck und unser heute hier anwesendes Ehrenmitglied Klaus Lukesch zu nennen. Klaus, ich freue mich, dass wir dich als Gründungsvater hier auch heute begrüßen dürfen. Aber auch Firmenvertreter von Wagner Biro, die auch heute bei uns sind, wir freuen uns, Lobmeier und Backhausen. Als üblicher Verlauf einer solchen Schwangerschaft kam es dann auch tatsächlich zur Geburt eines Kindes im Jahr 1973. Wie jedes Kleinkind hätte diese Situation einer besonderen Obsorge seiner Eltern gebraucht, die aber nicht so in diesem Ausmaß wie erwartet eingetreten ist. Mir ist zwar nichts von einer Trotzphase dieses Kindes bekannt, sehr wohl aber von einer sehr ruhigen, zurückgezogenen Phase, wo dieses Kind ruhig in einer Ecke saß und eigentlich nicht sehr viel von sich hören ließ. Das führte dazu, dass mit 10 Jahren schon der Gedanke gehegt worden ist, ob man denn nicht das Kind zur Adoption freigeben wolle, sprich die ÖTHG auflösen. Das war glücklicherweise nicht der Fall, sondern man beschloss, hier noch einmal durchzustarten. Und hier waren es einige treibende Kräfte, die dafür auch verantwortlich waren. Und hier seien auch noch einmal die Namen Klaus Lukesch, Werner Oberweger, Alfred Rieger und Hermann Winter genannt. Wie so alle Jugendlichen hatte dieses Kind auch natürlich wenig Geld. Es konnten nicht wirklich viele Projekte durchgeführt werden. Es gab ein hektografiertes Vereinsblatt und es war auch kein selbstständiges Wohnen möglich. Nun, was macht man in solchen Situationen? Man gründet WGs. Dies war auch in unserem Fall tatsächlich zutreffend. Zunächst war die Gesellschaft im Theaterwissenschaftlichen Institut in der Wiener Hofburg angesiedelt. Dann, dank unseres Alfred Rieger, im Burgtheater, auch in der Gewerkschaft und schließlich dann auch im Theater Akzent. Nun, mit zunehmendem Alter begann sich dieses Kind immer besser zu entwickeln. Es wurde von vielen Theatern und auch von Fachfirmen unterstützt, konnte selbst auch schon entsprechende Projekte verwirklichen, hier insbesondere auch in der Aus- und Fortbildung. Dies war eine sehr fruchtbare Zeit und es war hier auch sicher ein Meilenstein der Entwicklung, die Idee, eine Fachmesse abzuhalten, die dann seit 1989 regelmäßig nunmehr unter dem Namen MIET tatsächlich 2-jährig durchgeführt wurde und durchgeführt wird. Diese fruchtbare Entwicklungsphase wurde unter der Präsidentschaft und der weitsichtigen Führung unseres jetzigen Ehrenpräsidenten Jörg Kostorf erfolgreich und intensiv fortgesetzt. Lieber Jörg, du bist für uns eigentlich, so wie heute schon angesprochen, Kunst und Technik, die Personifizierung
der Verbindung aufgrund deines beruflichen Werdegangs von Kunst und Technik. Und wir danken dir für alles, was du für die ÖTHG in deiner Zeit getan hast. Ja, diese Entwicklungen führten schließlich dazu, dass es auch dann zu einer eigenen Wohnung reichte. Nun, und wie das im 17. Bezirk übrigens, jetzt noch nicht an der derzeitigen Adresse, aber jedenfalls war es soweit, hier eigene Räumlichkeiten für den Betrieb beziehen zu können. Und wie das nun einmal so im Leben ist, ist eine eigene Wohnung da, dann kommen auch bald die Kinder. Nun, es kam zur Geburt einer Tochter. Wir blicken heute auf eine erwachsene Tochter zurück, die sehr selbstbewusst im Leben steht, die sehr viele Verehrerinnen und Verehrer hat, die auch sehr genau und gut auf sie hören, unsere Akademie der ÖTHG. Wir können heute stolz auf viele Erfolge in diesen letzten 5 Jahrzehnten zurückblicken. Als Beispiele seien hier nur die Berufsbilder des Veranstaltungstechnikers, der Maskenbildnerin, unsere Zeitschrift Prospekt, unsere Position als Kommunikationsplattform und unsere Akademie genannt. Wenn ich wir sage, so sind damit alle Mitglieder unseres Vereins gemeint, besonders aber auch jene, die sich ehrenamtlich und mit voller Tatkraft unseren Projekten widmen, aber auch die vielen Fachfirmen, die auch mit zusätzlichem Sponsoring uns unterstützen und helfen, Projekte noch tiefgreifender angehen zu können. Es ist eigentlich unglaublich, wie breit zwischenzeitig das Spektrum unserer Fachgruppen ist, das hier abgedeckt wird, von Arbeitssicherheit über Licht, Ton, Bauen, Planen bis zu Nachhaltigkeit. Diese unsere Feier soll daher eine Wertschätzung der ÖTHG gegenüber all ihren Mitgliedern darstellen. Wir bedanken uns für die große Gemeinschaft, die wir hier bilden können und für die in vielen oder im größten Teil der Fälle jahrzehntelange Treue zu unserer Organisation. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir auch in Zukunft weitergehen. Und ich denke, dass wir hier mit unserem Vorstand, mit unserem geschäftsführenden Generalsekretär, mit der Geschäftsführerin der Akademie bestens aufgestellt sind. Ohne Kunst gäbe es die ÖTHG nicht. Aber, so der legendäre Orson Welles, ohne Technik gibt es keine Magie. Die Hände und der Geist der Technikerinnen und Techniker verwirklicht die Visionen der Künstler und lässt sie erst in der Realität erscheinen. Lassen Sie mich daher mit den Worten schließen: auf die Kunst, auf die Technik und auf die wunderbare Verbindung zwischen beiden. Thank you.